Willkommen zurück bei Skyrim. Wir müssen irgendwie jemanden dazu bringen, dass er uns folgt und den sollen wir dann opfern. Ich hab da auch eine Idee, wie das gehen könnte. Mal schauen. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Ah ja, okay. Fliegt so blöde Fliege immer rum, ey. Hier, diesen hier. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Der was nicht. Mikael, mein Junge. Wie wäre es denn, die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich nun, ich dachte vielleicht etwas Trauriges. Vielleicht ein Hochelfen-Klagelied? Dies sind schließlich schwere Zeiten. Die Diskussion hatten wir doch schon mal, Mikael. Spart euch den Herzschmerz für eure Verehrerinnen. Meine Gäste wollen was Lebendiges. Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, ja, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Liebreizende Maid am flüsternden Fluss. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr glaubt, ihr würdet keine 6 Sekunden überlesen. Ihr glaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, oh, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Abgemacht. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Los geht's. Los. Seht an, seht an. Die nächste Male, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Ihr kommt gar nicht durch unsere Rüstung durch. So. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Na? Was ist jetzt? Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ihr hört es an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden in einen großen Groll hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Ah. Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Weshalb werdet ihr von den Gefährten abgelehnt? Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Hä? Wen denn? Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr. Wir haben doch im Moment keinen, der uns folgt. Ey, wart, das wäre doch eine Idee, den einen Typ loszuwerden, wenn der uns wirklich. Wartet mal. Aber was wird ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen. Und was macht das Kaiserreich? Boah. Das wäre eine gute Gelegenheit, den Typ loszuwerden, wenn das funktioniert. Dazu müsste ich ihn allerdings erstmal wiederfinden. Eines Tages. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Jetzt müsst ihr aber erst einmal weiter. Schluss mit dem Training. Ich will endlich gegen etwas kämpfen.
Mal schauen, ob wir den finden. Freunde wie ihr sind schwer zu finden und ich schätze sie sehr. Welche Art von Führung könntet ihr mir anbieten? Wow. Ich kümmere mich um die Krieger von Job, solange ich zurückdenken kann. Gibt es halt welche Führung können? Ey. Wo ist der Typ denn? Ist der überhaupt hier irgendwo noch? Da ist schon mal gar nicht mehr drin. Ihr seid es. Ey, nicht so unfreundlich. Das können wir einfach nehmen, cool. Das hier auch. Was ist das denn? Noch mehr Geld. 5 von 24. Oha. Da müssen wir noch einige sammeln. Und ich glaube, ich habe schon ein paar davon einfach irgendwo stehen lassen. Das können wir auch nehmen. Jetzt, wo man den Kerl mal braucht, ist er nicht da. Das wäre ja geklaut hier. Wo bin ich denn hergekommen? Ja, ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Güte, nicht so unhöflich. Ich sehe alles, höre alles und weiß alles. Nein, du weißt nicht alles. Ist er hier? Was benötigt ihr, mein Freund? Oh, hallo. Ich habe gestern einen Bären getötet. Habt ihr auch etwas getötet? Wo ist der Kerl? Jetzt, wo man den mal gebrauchen könnte, ist er nicht... Oder ist er hier drin? Nö, die ganze letzte Zeit ging er mir auf die Nerven. Jetzt, wo ich ihn haben möchte, ist er nicht da. Und... Was mich ja gerade ein bisschen verwirrt hat, es folgt uns irgendwer. Also irgendjemand. Na? Wisst ihr, seit Kotlaks Bestattung fühlt sich die Himmelsschmiede irgendwie lebendiger an. Es heißt immer, die Seelen der alten Helden sind es, die der Himmelsschmiede ihre Stärke verleihen. Aber ich glaube, die Schmiede kennt die Größe von Kotlaks Seele. Ich kann es mir nicht erklären, aber es fühlt sich an, als sei sie jung. Ich wette, jetzt könnte sie Metall schmieden, wie es seit Urzeiten niemand mehr gesehen hat. Ich will es unbedingt versuchen. Aha. Hübsche Schmiede habt ihr. Erzählt mir etwas über euch. Was habt ihr zu verkaufen? Ich brauche Training in Schmiedekunst. Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Haben wir schon, oder? Haben wir schon. Was? Ihr wisst doch, wer ich bin, Trottel. Weshalb fragt ihr dann? Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Naja. Zack, Schmiedekunst verbessert. Da war ja noch gar nichts geschmiedet. Was mich... wir haben irgendjemanden, der uns folgt. Entweder Lydia, die irgendwo rumgeistert. Oder halt dieser Wilkas. Jetzt nur die Frage... wo sind die? Ihr sucht... Na sehen, da seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Dort kriegt er der Zeit für gewöhnlich herum. Ihr seid der Herold. Der Bote der Gefährten. Welch eine Ehre, vor euch zu stehen. Ey, was wir nicht schon alles sind. Was? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Hallo. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Schön.
Und ich weiß nicht, was ich jetzt am besten machen soll. Was sagt nun das schlaue Buch? Das machen wir später. Das könnten wir mal machen. Mal eben dahin zurückkehren. Das ist auch erstmal vom Tisch. Abbrechen. Der war hier unten, wa? Hier? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der von der Gilde war. Nee, der ist... Wie hieß er? Wie hieß denn der Typ aus der Gilde? Na, egal. Egal, gehen wir einfach mal hier rein. Okay. Und ich brauche immer noch Falmerblut irgendwoher. Könnten wir da weiter... Oh yeah, so viel zu tun. Hilfe. Okay, der schläft da. Dann gucke ich mich hier mal kurz um, denn ich meine, hier hätte ich... Hier schläft auch noch einer. Seelenstein. Ah, ich will die doch nicht klauen. Ich meine, ich hätte irgendwo... Ist hier was versteckt? Was ist denn da drin? Kartoffeln. Ich glaube, ich habe irgendwo so einen Stein mal stehen lassen. Ich suche immer alle möglichen Waren. Bringt mir, was auch immer ihr nun findet. Und ich sehe, was ich tun kann. Den nehmen wir mal mit. Na gut, jetzt sind wir einmal rum. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem Alten sehr gut. Das wird den Jahren sicher sehr freuen. So sehr freuen, um die beträchtliche Goldmenge zu rechtfertigen, die der Akademie zum Beheben des Problems geboten wurde. Ich finde es nur passend, dass der Erzmagier persönlich einen großen Anteil der Belohnung erhält. Gut gemacht. 1250? Okay. Cool. Wir haben ein bisschen Geld dazu verdient. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ancarno ist genau der Grund, weshalb wir hier so streng mit dem Zugang zur Akademie sind. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle tot. Ja. Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Hä? Von wem spricht ihr? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Was für ein Problem habt ihr? Was ich für ein Problem mit ihr habe? Sie hat ein Problem mit mir. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Aber sie wird mich nicht unterkriegen. Oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Ah ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn das so ist... Hui, hat jemand Hunger? Ich meine, ich hätte irgend... Was ist das denn? Ich meine, ich hätte irgendwo so ein Dings hier mal liegen lassen. Deswegen gucke ich mich gerade mal um. Das Buch der Dedra lesen. Nö. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer euch während eurer Zeit hier am meisten geholfen hat. Erzmagier. Ach, das war die schon wieder hoch. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Hier oben. Mal schauen. Aber was, wir sind Erzmagier, wir sind... Boah, wir sind das Drachenblut, was sind wir noch? Wir sind bei den Gefährten, wir sind bei den Kaiserlichen, wir sind... Ach du meine Güte, ne? Wir sind viel zu viel. Wie soll man das denn alles unter einen Hut kriegen? Eieieiei.
Okay, jetzt sind wir hier. Da ist der Fritz. Der mit seinen Büchern. Hier haben wir mal ein paar Sachen hingeschmissen. Fell. Können wir wieder mitnehmen. Erzmagier, ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Gibt's was? Es gibt noch mehr Bücher, oh, die gerettet und im Arkaneum untergebracht werden müssen. Ich bin bereit, Herr, damit. Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Nö. Dann schauen wir doch mal. Wacker. Gehen wir hier raus, dann können wir von da eine Schnellreise machen. Huch. Da will ich hin. Karte. Was? Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Wieso sind denn die... Ah, stimmt, die waren ja in dem Grab. Egal, das machen wir dann später. Die waren ja noch in dem Grab. Stimmt, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. So. Okay, warum haben wir jetzt zwei offene Sachen? Verschiedenes, ja. Wir haben doch hier nur... Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Karte. Das sind... Aha. Okay, dann müssen wir hier hin. Oh, wieso habe ich das denn jetzt da drauf? Das steht doch dann nirgendwo oder... Oh, doch. Wartet mal. J. Steht doch... Ah, hier oben. Warte. Was ist bei Verschiedenes? So. Hier haben wir erstmal eine Truhe, haben wir ein bisschen Gold drin und einen Zaubertrank. Was haben wir hier? Ein Gold. Was haben wir hier? Auch ein bisschen Gold. Was haben wir? Ich glaube, es war leer, oder? Ne? So, nehmen wir einfach mal was raus. Hier haben wir noch eine Truhe. So, gut, dann speichern wir und ich würde mal sagen, wir gehen hier erst im nächsten Part rein. Ja, dann muss ich da mittendrin aufhören, das will ich nicht, deswegen sage ich hier jetzt mal bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.